So, komm, jetzt quatsche ich mal erstmal noch mit dem. Der sagt bestimmt aber auch was zu den Gewürzen. Ja. Frag nach den alten Gewürzen, die im Schmelztiegel verborgen waren. Woher stammen sie und was und aus welcher Folks Zeit? voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Ceylandia. Okay, jetzt bin ich mir auch hundertprozentig sicher, wie das Ding ausgesprochen wird. So, mein Auge tränt aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Aber ich mach trotzdem The old weiter. world's finished, but the new world's just getting started. So, können wir hier was Neues hinbauen? Waffenlager. Spiegelschild erhältlich. Aber wir gehen erstmal in die Schmiede. Denn können was machen. Für unser Repetiergewehr. Doppelmagazin plus 8 Munitionskapazität. Boah, das ist schon mal sehr gut. Eine Hochkapazitätsmunitionstrommel, schätze ich mal, sorgt dafür mehr Schüsse und weniger Nachladen. Sorgt für mehr. So. Schnellmagazin, 55% schnelleres Nachladen. Ein modifiziertes Magazin, das minimale Pausen beim Feuern gewährleistet. Ah. Ich glaube, ich nehme doch das Schnellmagazin. Turns out those old bones still have some spark in them. Damit können wir immer noch nichts anfangen. Doch, können wir wohl. Okay. Ach, das ist der Bringerbogen nur. Egal, tun wir trotzdem aufleveln. Stechkraut Pfeilspitzen. Plus 50% Schaden. Ein verheerender Pfeil, der mit hunderten von Stech. Ah, ich habe das K nicht gesehen. Stechkrauthaken versehen ist. Oder Schleimbeutel Pfeilspitzen. Pfeile verursachen Schaden über Zeit. Ein giftiger Pfeil, der in die Gülle eines Schleimbeutels getaucht wurde. Dann nehme ich, glaube ich, hier das hier, Stechkraut-Pfeilspitze. So, und das dürfen wir noch nicht benutzen. Gut. Dann gehen wir jetzt noch ins Waffenlager. So, Repetiergewehr. Kriegsmachete, warum ist die denn? Warum war die jetzt markiert? Weiß ich nicht. Schnellangriff, Nahkampfwaffe. Der Wurfangriff macht kurz und bla 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 bla. Ja. Da bleiben wir auch dabei. Aber das möchte ich gerne ändern. Ah, okay. Hatte ich das schon? Weiß ich nicht. Blitzrundumschlag. Für eine kurze Zeit und manchmal. Ja. Nee, das habe ich noch nicht vorgelesen. Also Blitzrundumschlag, den habe ich aber glaube ich schon mal vorgelesen. Eine Spirale aus Blitzen, die alle Richtungen Schaden verursacht. Früher verließen sie sich um Singleton Trapper auf diese Technik. Spiegelschild, Geheimfertigkeit. Eine Geheimtechnik, die für eine kurze Zeit automatisch sämtliche Angriffe abblockt, erlangte durch eine spektakuläre Demonstration im Stierkopfgericht Berühmtheit. Tretmine, Geheimfertigkeit. Eine komplexe Sprengfalle, die hochgeht, sobald sich irgendwelche Abschaum nähert. Ein Federmechanismus gewährleistet die Sicherheit des Anwenders. Eichlingslockruf, Geheimfertigkeit. Ein eigentümlicher Lockruf, der einen treuen Leichlingsgefährten zur Rettung herbeiruft. Beliebt bei Kindergeburtstagen, aber sehr nützlich bei einer Reihe anderer Situationen. Bringersalbe, Bringerbogenfertigkeit. Eine von den schnellsten Bringern eingesetzte Fertigkeit, die Pfeile in schneller Abfolge abschießt. Von dem berühmtesten Bogenschießexperten der Bringer entwickelt. Okay. Ich bleib mal hier beim Blitzrundumschlag. Kann ich das überhaupt nehmen? Ja, Repetiergewehr, okay. The repeater and machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Gut, dann, wie es aussieht, können wir jetzt, ja, den nächsten Kern holen. Ah. Windbeutel Ranch.
Da können wir hin. Gehen wir auch. That's Windbag Ranch. Perfect place to work a blade if you got the stomach for it. Ich glaube, da hatte ich Probleme bei. Windbag Ranch was built for gathering squirt extract and copious supply. Ja, ich glaube, das ist das. More healthful. Achso, Machete. Ah, ich muss auf jeden Fall ganz schnell. Was ist denn hier überhaupt? Sieht so komisch aus. Ja, ich muss auf jeden Fall ganz schnell in die Mitte laufen, weil da nämlich ganz viele von diesen kleinen Windbeuteln spawnen. Some folks showed up to make a fast buck with nothing but a knife. Other folks came to train their bones. Still others use the place to test their finest blades. Slippery little devils. Oh, fuck, ey. Kid makes short work of them things. Ah. Eine Minute 19. Das war ein bisschen... Unter 60. Boah. Okay, wir haben schon mal zwei Sachen bekommen. Etwas Scharfes. Und etwas Spitzes. Das Scharfe hatten wir, glaube ich, schon mal. Etwas Spitzes. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe können wir also nicht benutzen. Ein gut abgehangener Streifen Messer. Messerrinde. Okay. Gefürchtet und geachtet sowohl von Schmieden als auch von Holzfällern. Etwas Scharfes. Aufwertungsmaterial für die Kriegsmachete, ein Haufen Zuholzblätter. Zuholzblätter? Na dann. Den man besser nicht mit bloßen Händen anfasst. Die schärfsten Klingen der Welt werden mit ihrem Öl behandelt. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir müssen ganz schnell hier hin, müssen alles kaputt machen. Und dann am besten, ja gut, es ist schon besser, wenn man in der Reihenfolge, also im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn das dann abarbeitet. Aber was ich dann unbedingt hinkriegen muss, ist, wenn man die Machete schmeißt, dann blitzt der kurz auf. Und wenn der aufblitzt, dann treffen wir diese fliegenden Dinger auf jeden Fall. Was ist los? Können wir hier nochmal neu starten? Ja. Dann trifft er auf jeden Fall und halt, wenn wir nicht da in den Blitz das Ding schmeißen, dann kann das schon mal sein, dass das vorbeigeht, was auch eben ein paar Mal passiert ist. Aber wir starten einfach nochmal neu. Always time for juice and squirts, they used to say. Und wir kriegen das jetzt hin. So. Thank you.
spät. Zu früh. Der war gut. Dann steht er auch immer intensiv. Ich hab's eh schon verkackt. Verbleibende Feinde sehe ich jetzt erst, dass das da steht. Warum geht der denn vorbei? Verstehe ich nicht. Na gut. 10 Sekunden länger. Ich mach das jetzt so lange, bis ich das Ding krieg. Das ist auf jeden Fall besser, was ich hier gerade mache. Hallo? Stirbst du mal im Drecksteil? Ja, du sollst den schon anvisieren, du Trottel, ey. Ich denke, von neu machen. Ich möchte das gerne haben. Es hat so gut begonnen, ne? Nein! Nein, das war nur der eine! Oh! Stirb, du Penner! Ach, Mann, das war so knapp! Wäre ich da nicht runtergefallen, dann hätte es funktioniert! Yes, sehr schön. Heieiei. Geisterklinge.